Ferhat Unvar, Mercedes Kirpatsch, Sedat Gürbüz, Gökhan Gültekin, Hamza Kurtovic, Kaloyan Velkov, Vili Viorel-Paun, Said Nessa Hashemi und Fatih Saracoglu wurden aus Hass, aus rassistischem Hass ermordet. So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz in der Bundespressekonferenz. Wir begrüßen den Regierungssprecher, Herrn Seibert, und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Wir haben drei Themenkomplexe vorweg. Herr Seibert wird etwas zum Thema Hanau sagen, dann schauen wir, ob es dazu Fragen gibt. Und dann gibt es noch formale Ankündigungen zu Terminen und Reisen. Herr Seibert, bitte. Meine Damen und Herren, guten Tag. In ganz Deutschland gedenken heute am 19. Februar Menschen bei Kundgebungen oder auch im digitalen Raum der Opfer des Anschlags von Hanau. Der Bundespräsident wird heute Abend dort in Hanau an der Gedenkveranstaltung des Landes Hessen und der Stadt Hanau teilnehmen. Er wird die Gedenkrede halten. Die Bundeskanzlerin hat am Wochenende in ihrem Podcast diesen fürchterlichen Anschlag als einen Einschnitt bezeichnet, einen Einschnitt für das friedliche Zusammenleben in unserer Gesellschaft und für den Zusammenhalt der Menschen in Deutschland, ganz gleich welcher Herkunft, welcher Religionszugehörigkeit. Ferhat Unvar, Mercedes Kirpatsch, Sedat Gürbüz, Gökhan Gültekin, Hamza Kurtovic, Kaloyan Velkov, Vili Viorel-Paun, Said Nessa Hashemi und Fatih Saracoglu wurden aus Hass, aus rassistischem Hass ermordet. Die Bundeskanzlerin hat auch daran appelliert in ihrem Podcast, dass wir alles daran setzen müssen, um der verheerenden Ideologie des Rechtsextremismus und des Rassismus den Boden zu entziehen. Die Trauer, der Schmerz um den Verlust, das Gedenken an die Opfer und die Verletzten, die Anteilnahme mit den Familien und Freunden der Ermordeten, das alles dauert an. Ich möchte auch bekräftigen, was die Kanzlerin gesagt hat, Rassismus ist ein Gift, der Hass ist ein Gift. Wir stellen uns denen, die versuchen, Deutschland zu spalten, mit aller Kraft und aller Entschlossenheit entgegen. Danke. Gibt es dazu Fragen? Bitte. Ja, Christian Wölp, NTV, RTL. Herr Seibert, aber auch Herr Lammert vom Innenministerium. Direkt nach Hanau war überlegt worden, die Waffengesetze zu verschärfen. Warum ist es bislang nicht dazu gekommen? Woran liegt es? Ist das Interesse erlahmt? Also vielleicht nochmal ganz. Achso, Entschuldigung. Nochmal ganz allgemein zu Hanau. Der Bundesinnenminister hat ja immer wieder betont, Rechtsextremismus ist die derzeit größte Bedrohung für unseren demokratischen Rechtsstaat und die Sicherheit in Deutschland. Und der Kampf gegen den Rechtsextremismus und auch gegen Hasskriminalität hat für die Bundesregierung die oberste Priorität. Die Bundesregierung hat in den letzten Monaten zahlreiche Maßnahmen ergriffen, nicht zuletzt ein umfassendes Maßnahmenpaket des Kabinettsausschusses gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus im Herbst letzten Jahres mit 39 Maßnahmen für die gesamte Bundesregierung. Darüber hinaus und auch nicht erst seitdem sind zahlreiche Maßnahmen getroffen worden. Ich erinnere nur an einige. Die Stärkung der Sicherheitsbehörden, die massiv gestärkt wurden, Verbot von rechtsextremen Vereinen und auch das Waffenrecht verschärft, unter anderem mit einer Regelabfrage bei den Verfassungsschutzbehörden bereits im Januar letzten Jahres. In diesem Zusammenhang ist es vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen, dass wir hoffen, auch bei einigen Gesetzesvorhaben möglichst bald voranzukommen und zu einem Abschluss zu kommen. Das Bestandsdatengesetz ist hier zu erwähnen und auch die Novelle des Bundesverfassungsschutzgesetzes, die hoffentlich möglichst bald das parlamentarische Verfahren durchlaufen wird. Danke. Okay. Zusatz, ich will noch mal erinnern, wir haben die Regel, grundsätzlich die Maske aufzulassen. Ja, sehr gerne. Bitte. Nochmal zum Thema Waffengesetz. Es gab ja auch die Überlegung, Waffen einzuziehen, weil ja oft auch nicht ganz klar ist, wer welche hat, dass man da versucht halt zu erfassen, wo sind die alle, wer hat die. Kann es gelingen, die unter staatlicher Kontrolle zu bekommen? Können Sie da Neues berichten? Danke. Hier habe ich keinen neuen Stand, was ich Ihnen sagen kann, insbesondere auch beim Umgang mit psychisch Kranken ist, dass unmittelbar im Nachgang zu dem Anschlag von Hanau das BMI im Rahmen eines Berichts für die Innenministerkonferenz verschiedene Maßnahmen empfohlen hat, mit denen der Waffenbesitz psychisch erkrankter Personen effektiver verhindert werden kann.
Die Innenministerkonferenz hat diese Handlungsempfehlungen bereits im vergangenen Jahr begrüßt und die Gesundheitsministerkonferenz gebeten, unter anderem die Möglichkeiten der Vereinheitlichung flächendeckender Mitteilungsbefugnisse gegenüber den Waffenbehörden durch die Gesundheitsämter zu prüfen. Und auch wenn die Umsetzung dieser Maßnahmen gerade auf gesetzlicher Ebene Sache der Länder ist, stehen Bund und Länder dazu sehr eng im Gespräch und wollen hier vorankommen. Das BMI wird die Länder schriftlich bitten, den aktuellen Stand ihrer Aktivitäten und etwaige Handlungs- und Regelungsbedarfe aufzuzeigen. Und der Bund wird diesen Prozess auch weiterhin nach Kräften unterstützen. Ziel ist es, bei der Vergabe oder der Überprüfung von waffenrechtlichen Erlaubnissen ganz allgemein sicherzustellen, dass die Waffeninhaber in jeder Hinsicht zuverlässig sind. Dann zu diesem Zusammenhang von außen die Fragen von Nadine Lindner und Gudula Greuther vom Deutschlandfunk, auch an BMI, auch ausdrücklich an BMJV. Wie steht es um das Demokratiefördergesetz? Woran hakt es? Wird die Bundesregierung den Vermittlungsausschuss wegen des Gesetzes gegen Hass und Rechtsextremismus anrufen? Und auch die Frage, wie oft hat sich der Kabinettsausschuss gegen Rechtsextremismus bislang getroffen? Kann beginnen. Fangen wir. BMJV kommt auch aufs Podium. Also es gibt hier zum Bestandsdatengesetz keinen neuen Stand. Es gibt Überlegungen, den Vermittlungsausschuss einzuberufen, aber ich kann hier nichts Neues berichten, was darüber hinausgeht. Ja, vielen Dank. Ich kann vielleicht auch noch mal ganz allgemein ergänzen. Auch Frau Lamprecht hat sich natürlich heute anlässlich des Jahrestages geäußert und sie hat gesagt, dass wir um die Ermordeten natürlich trauern und sie nie vergessen werden. Sie hat weiter gesagt, das würde ich ganz gern zitieren, nichts gefährdet unsere offene und vielfältige Gesellschaft so sehr wie Rechtsextremismus und rechter Terror. Wir müssen alles dafür tun, dass rassistische Gewalt ein Ende hat, die bis hin zu den entsetzlichen Morden in Hanau geführt haben. Der allgegenwärtige Hass im Netz hat einen Nährboden geschaffen, der Extremisten zu Gewalttaten motiviert. Diese Spirale von Hass und Gewalt müssen wir stoppen mit allen Instrumenten des Rechtsstaats, die wir weiter schärfen. Wir erhöhen den Verfolgungsdruck weiter und stärken die Sicherheitsbehörden. Und weiter, der Kabinettausschuss zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus war eine wichtige politische Konsequenz aus dem Anschlag von Hanau. Die Maßnahmen, die wir zum Schutz von rassistischer Gewalt und zur Stärkung unseres gesellschaftlichen Zusammenhalts beschlossen haben, müssen wir noch vor der Bundestagswahl umsetzen. Unsere wehrhafte Demokratie lebt vom Engagement vieler Initiativen, die wir endlich dauerhaft und verlässlich fördern müssen. Wir brauchen das Gesetz zur Förderung unserer wehrhaften Demokratie. Vielleicht noch eine Ergänzung? Bitte, ja. Der Kabinettsausschuss hat bis jetzt dreimal getagt und noch eine Korrektur. Die Kollegen sagen mir, dass ich gesagt habe, der Maßnahmenkatalog letzten Jahres hätte 39 Maßnahmen, es sind natürlich 89 Maßnahmen. Ja, es gibt die Zusatzfrage von außen und die Bitte, ob auch das BMFSFJ sich dazu äußern kann. Demokratiefördergesetz, woran hakt es? Vermittlungsausschuss. Ist das heute hier vertreten? Nicht vertreten? Müsste man dann haben wir nicht vertreten. Auf anderem Wege also, beantworten. Wenn die zuhören, auf dem Weg die Bitte, die Nachfrage kommt von Gudula Greuther vom Deutschlandfunk. Alle so, Ministerien, wenn ich das sagen darf, die mal nicht vertreten sind in diesen besonderen pandemischen Zeiten, hören immer zu und verfolgen immer die Bundespressekonferenz natürlich. Und wir haben vereinbart, dass Ministerien, die ihre Pressestellen zurzeit komplett im Homeoffice haben, dann gegebenenfalls auch nicht an der Regierungspressekonferenz teilnehmen. Aber die Fragen werden beantwortet. So, dazu Zusatzfrage auch von Herrn Jessen. Ja, beobachten Sie BMJV, BMI oder auch das Kanzleramt eigentlich einen Zusammenhang zwischen Rechtsextremismus der Art, wie wir in Hanau erlebt haben, und der Polarisierung, die gesellschaftlicher Moment im Zusammenhang mit der Pandemie zu beobachten ist? Gibt es da Zusammenhänge? Kann man da gegenwirken oder läuft das aus Ihrer Sicht völlig getrennt voneinander? Wer kann sich dazu äußern? Ich kann vielleicht ganz allgemein sagen, dass wir, was bei den Anti-Corona-Demonstrationen festgestellt wurde, dass durchaus dort auch Rechtsextremisten teilgenommen haben. Das ist eine Sache, die wir festgestellt haben, dass aber insgesamt diese Bewegung als heterogen einzuschätzen ist und also nicht vollständig übernommen werden kann.
Hierzu, Herr Blank. Ja, zum Innenministerium, nicht direkt zu dem Punkt. Können Sie sagen, warum es so ist, dass der Innenminister, also Herr Seehofer, sich bisher nicht persönlich geäußert hat zu dem Jahrestag? Also wir kennen jedenfalls keine öffentliche Äußerung von Herrn Seehofer zu den Vorgängen vor einem Jahr. Also der Bundesinnenminister hat sich an verschiedenen Stellen immer wieder zu dem Thema sehr deutlich geäußert. Er hat letztes Jahr gesagt, rechtsextreme, antisemitische und rassistische Thesen sind Gift. Gift, das die Verwirrung in den Köpfen auslöst und dafür sorgt, dass das Böse hervortritt. Wir müssen den Rassismus ächten. Gesellschaft und Politik müssen ihn Schulter an Schulter mit aller Leidenschaft und Konsequenz bekämpfen. Er äußert sich, wie gesagt, verschiedentlich. Darüber hinaus habe ich heute keinen neuen Stand zu berichten. Sie sagten es ja selber letztes Jahr. Die Frage war ja, warum nicht aktuell? Jetzt haben sich alle möglichen Menschen geäußert. Ist ja nun auch ein wichtiges Datum heute. Da stellt sich schon die Frage, warum heute zu dem Tag nicht? Also ich kann bis jetzt von keinem Zitat berichten. Ob und wie er sich noch äußert, kann ich jetzt auch nicht voraussagen. Zu diesem Thema auch die Frage von Valerie Höhne vom Spiegel. Die Grünen hatten gefordert, ein Ministerium zur Chancengleichheit zu gründen. Wie steht die Bundesregierung dazu? Also ich kann nur für diese Bundesregierung sprechen, deren Ende der Amtszeit erkennbar in Sicht ist im Herbst dieses Jahres. Und in dieser Zeit gibt es keine Veränderungen, die am ministeriellen Zuschnitt geplant sind. Was nicht heißt, dass Chancengleichheit, was ja ein sehr weiter Begriff ist, nicht ein wichtiges Anliegen dieser Bundesregierung ist, das natürlich von verschiedenen Ministerien, dem Justizministerium, sicherlich auch dem BMFSFJ behandelt und bearbeitet wird und das auch im Kanzleramt als ein sehr wichtiges Thema gesehen wird. Dazu sehe ich keine weiteren Fragen. Dann hat Herr Blank als Erster ein anderes Thema aufgerufen. Ja, sollen wir Corona vorweg? Ich hätte noch Termine. Ach so, Entschuldigung, wir hatten die Termine noch und die Reiseankündigung. Ja, machen wir so, sorry. Bitte, Herr Seidel. Wir folgen den Traditionen. Ja, die öffentlichen Termine der Bundeskanzlerin, das beginnt Montag, den 22. Februar. Da wird es um 11 Uhr wieder eine Sitzung und Beratung des sogenannten Corona-Kabinetts geben. Ebenfalls am Montag um 13 Uhr wird die Kanzlerin zusammen mit der Bundesbildungsministerin Frau Karliczek und der Staatsministerin Beer an der digitalen Auftaktveranstaltung der Initiative Digitale Bildung teilnehmen. Es wird ein Online-Dialog sein mit Experten und Expertinnen über Perspektiven und Anforderungen an die Bildung in einer digitalen Welt. Die Bundeskanzlerin und die Bundesbildungsministerin Frau Karliczek haben gemeinsam eine Initiative Digitale Bildung ins Leben gerufen. Das Ziel ist, diese digitale Bildung in unserem Land weiter auszubauen, ihr einen deutlichen Schub zu geben. Die Pandemie hat uns allen deutlich vor Augen geführt, welche hohe Bedeutung solche digitalen Lehr- und Lernangebote haben. Sie hat uns auch vor Augen geführt, wo wir noch nicht das erreicht haben im Interesse von Schülern und Lehrern, was wir erreichen wollen. Aber wie gesagt, es ist ein deutlicher Schub auch in der Pandemie schon geschehen. Das soll nun fortgesetzt werden. Es ist wichtig, lernen, lehren, ausbilden, mit digitalen Angeboten weiterzuentwickeln und auch die digitalen Kompetenzen der Bürger und Bürgerinnen in der Breite zu stärken. Das Ganze wird live gestreamt auf bundesregierung.de und auch auf bmbf.de. Am Dienstag dann ebenso virtuell ein Bilanzgipfel des Bundesinnenministeriums zur Wohnraumoffensive, an dem die Bundeskanzlerin teilnehmen wird, bei dem sie eine Rede halten wird. Das Ganze wird ab 11 Uhr gestreamt. Sie erinnern sich an den sogenannten Wohngipfel im September 2018. Damals hatten Bund, Länder und Kommunen eine gemeinsame Wohnraumoffensive auf den Weg gebracht. Seitdem kann die Bundesregierung insgesamt eine erfolgreiche Bilanz ziehen. Alle zentralen Maßnahmen sind umgesetzt oder auf den Weg gebracht. Aber es geht nicht nur um die Rückschau auf das, was erreicht wurde, sondern es geht auch darum, zusammen mit den Partnern in den Ländern, in den Kommunen Perspektiven für die Bau- und Wohnungspolitik aufzuzeigen. Wie gesagt, Rede der Bundeskanzlerin um 11 Uhr. Dann Dienstagabend wiederum virtuell eine Videokonferenz mit der Bundeskanzlerin ab 19 Uhr mit Vertretern landwirtschaftlicher Verbände. Damit unterstreicht die Bundeskanzlerin einmal mehr die hohe Wertschätzung, die sie
für die deutsche Landwirtschaft insgesamt, für die tägliche Arbeit der Bäuerinnen und Bauern hat. Der Bundesregierung ist sehr bewusst, dass die Landwirtschaft in Deutschland vor erheblichen Herausforderungen steht, strukturellen Veränderungen, aber auch Fragen des Naturschutzes, des Klimaschutzes, des Tierwohls. Das Gespräch wird deswegen auch aktuelle Fragen, aktuelle Rechtsetzungsvorhaben aufgreifen, wie zum Beispiel die Umsetzung des Aktionsprogramms Insektenschutz. Am Mittwoch, 9.30 Uhr, wie üblich, die Sitzung des Bundeskabinetts unter Leitung der Bundeskanzlerin. Und ebenfalls am Mittwoch um 14 Uhr überreicht die Expertenkommission Forschung und Innovation ihr Jahresgutachten 2021. Auch das in Form einer Videokonferenz. Die Expertenkommission wird sich in ihrem diesjährigen Gutachten vor allem zu den aktuellen, natürlich zu den aktuellen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Forschung und Innovation äußern. Aber es gibt auch andere Schwerpunkte. Die Anpassungen der beruflichen Aus- und Weiterbildung an die digitalen Veränderungen sowie das Thema Agilität in der Forschungs- und Innovationspolitik. Das ist ein presseöffentlicher Termin. Auch der wird gestreamt auf bundesregierung.de. Am Mittwochnachmittag dann das Antrittsgespräch des neuen BDI-Präsidenten, Professor Siegfried Russwurm, bei der Bundeskanzlerin. Er hat ja am 1. Januar die Nachfolge von Dieter Kempf angetreten. Auch das wird per Videokonferenz stattfinden, ein Austausch zu aktuellen wirtschaftspolitischen Themen. Neben der Bundeskanzlerin und Professor Russwurm nehmen sein Vorgänger Dieter Kempf und der BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang teil. Und am Donnerstag und Freitag dann die Videokonferenz des Europäischen Rates, an der die Bundeskanzlerin teilnimmt. Es gibt zunächst eine Arbeitssitzung am Donnerstag ab 15 Uhr über die aktuelle Lage in der Corona-Pandemie. In der zweiten Arbeitssitzung am Freitag dann ab 9 Uhr wird es um sicherheits- und verteidigungspolitische Themen gehen. Dazu ist auch der NATO-Generalsekretär Herr Stoltenberg eingeladen. Und außerdem stehen noch die Beziehungen zur südlichen Nachbarschaft auf der Tagesordnung. Soweit die öffentlichen Termine. Danke. Ich frage mal pauschal, gibt es dazu Fragen zu den Terminen im Zusammenhang? Dann fangen wir damit an, bevor wir dann noch zur Reiseankündigung kommen. Herr Blank, bitte. Ja, ganz kurz nur zu dem Gipfel. Ist geplant, dass die Kanzlerin am Freitag noch eine Pressekonferenz macht dann hier in Berlin? Welchem Gipfel jetzt? Dem Europäischen Rat. Ach so, ja. Okay, das muss ich Ihnen dann Anfang der Woche sagen, wenn sich das genauer herausgestellt hat. Kann ich Ihnen heute noch nicht sagen. Herr Rinke, zu dem. Frage zum Corona-Kabinett. Können Sie uns sagen, was die Themen kommenden Montag sein werden? Das kann ich Ihnen nur, nein, das kann ich Ihnen noch nicht sagen. Das ist natürlich auch immer sehr aktuell von der Entwicklung abhängig. Deswegen wäre es jetzt unvorsichtig, wenn ich Ihnen am Freitag das schon nennen würde. Ich kann es nicht. Gut, zu den Terminen keine weiteren Fragen. Dann hat Frau Adebar eine Reiseankündigung. Ja, ich möchte Ihnen gerne ankündigen, dass Außenminister Maas nach Brüssel reisen wird, wo am Montag der EU-Außenrat in diesem Falle physisch stattfinden wird. Auf der Tagesordnung des Treffens stehen unter anderem eine Debatte zu Russland und der weiteren Positionierung der EU dazu. Ein Austausch zum strategischen Kompass der Europäischen Union, der eben die Handlungsfähigkeit in den Bereichen Sicherheit und Verteidigung und auch Krisenprävention stärken soll. Und eine Debatte zur südlichen Nachbarschaft, die auch den Gipfel vorbereitet, und das Thema Iran. Und dann gibt es am Montag noch eine Aussprache per Video mit dem neuen amerikanischen Außenminister Antony Blinken. Danke. Dazu Herr Rinke. Ja, Frau Adebar, vielleicht können Sie uns sagen, was bei dem Thema Russland genau auf der Agenda steht. Also wird es da um weitere Sanktionen gehen? Und da Sie Herrn Blinken eben erwähnt haben, heute wird das State Department einen Bericht zu Nord Stream 2 und möglichen Sanktionen dazu abgeben. Erwarten Sie, dass das State Department Sanktionen auch gegen deutsche Firmen empfiehlt? Also zu Nord Stream 2 ist unsere Haltung unverändert und wir werden es natürlich genau anschauen, wenn es aus den USA dort Neuigkeiten gibt und müssen natürlich auch erstmal sehen, was in einem möglichen Bericht an dem Kongress drinsteht. Zu Russland in der Tat, Sie kennen die jüngsten Diskussionen und auch der Hintergrund des Falles Nawalny, die Ausweisung unseres Diplomaten, der EU-Diplomaten und andersherum. Insofern wird auch Herr Borrell von seiner Reise nach Moskau berichten. Und ich kann der Diskussion dort
am Montag nicht vorgreifen. Das wird sich am Montag ergeben, in welche Richtung die EU dort gehen wird. Dazu Herr Tofinia. Gerade bei Stichwort Iran, das ist auch erwähnt, was das Thema Iran sein. Wie steht die Bundesregierung zu den jüngsten US-diplomatischen Offensive, in dem Sie gesagt haben, dass Sie die Gespräche unterstützen und auch zurückkehren würden, auch den Snapback-Mechanismus zurücknehmen? Und auch in diesem Kontext der Cyber, die technische Frage zum Thema Telefonat der Bundeskanzlerin mit dem iranischen Präsidenten. Von wem ging die Initiative des Telefonats aus? Das kann ich schnell machen. Es ist grundsätzlich so, dass die Bundeskanzlerin mit internationalen Staats- und Regierungschefs dann telefoniert, wenn beide sich auf ein Telefonat einigen. Ja, Sie haben schon angesprochen, Herr Tofinia, gestern gab es in Paris einen sehr intensiven und sehr, sehr guten und atmosphärisch wirklich schönen Austausch zwischen dem britischen Außenminister, dem französischen Außenminister, Außenminister Maas und Anthony Blinken. Und Sie haben vielleicht die Erklärung gesehen, die gestern Abend noch hinausgegangen ist. Wir begrüßen ganz ausdrücklich, dass die USA dort Gesprächsbereitschaft signalisieren und ein Return to Diplomacy dort ankündigen. Sie haben vielleicht auch gesehen, dass aus dem EAD die Ankündigung kam, dass man bereit sei, zu einem informellen Treffen der aller Parteien des JCPOA einzuladen. Und auch aus den USA kam daraufhin das Signal, dass man zu einem solchen Gespräch bereit sei und dort kommen werde. Und das sind ganz ausdrücklich sehr, sehr gute Nachrichten, die vielleicht einen Weg zurückzeigen zum JCPOA. Die USA haben auch dem Sicherheitsrat notifiziert, dass sie den Versuch der Auslösung des Snapbacks durch die vormalige Trump-Administration nun nicht mehr teilen und damit auch offiziell zurückziehen. Damit bekräftigen die USA, dass die Sicherheitsratsresolution 2231, die ja das JCPOA endossiert und der Grundbaustein für das Nuklearabkommen auch ist, dass diese Resolution vollständig in Kraft ist. Das war auch immer die Rechtsausfassung der europäischen Parteien dieses Abkommens. Und diese teilen die USA nun. Und das ist natürlich auch ein ganz guter Schritt. Insgesamt haben wir eben mit dieser Erklärung und dem Gespräch gestern drei Dinge gesehen, die auf Seiten der Vereinigten Staaten von Amerika ganz konkrete Schritte in Richtung Gesprächsbereitschaft und Diplomatie und eventuell eben Schritt für Schritt Rückkehr in das JCPOA sind, nämlich, Sie haben es auch schon angesprochen, zum einen die Bereitschaft, an einem Treffen aller JCPOA-Parteien, das inkludiert natürlich auch Russland und China, teilzunehmen. Zweitens der Brief an den Sicherheitsrat, in dem Sie mitteilen, dass Sie den Snapback-Versuch der Trump-Administration nun zurückziehen. Und drittens auch die Ankündigung, das ist eine ganz praktische Ankündigung, das ist ja auch immer wichtig, dass die Bewegungsfreiheit für iranische Diplomaten in New York, da gab es Restriktionen seitens der Trump-Regierung, dass diese zurückgezogen werden und auf den Status von davor zurückgedreht werden. Also da ist Bewegung drin, das werden natürlich die Außenminister auch am Montag weiter besprechen und das sind ganz konkrete Schritte, über die wir uns sehr freuen. Ich möchte auch noch mal an dieser Stelle sagen, Sie haben es vielleicht gestern in dem Kommuniqué auch gelesen und den Außenminister gehört, die jüngsten Ankündigungen des Iran zur Einschränkung der Transparenz und zum Zurückfahren der Zusammenarbeit mit der IAEO, wie auch schon die vorherigen Ankündigungen zum Thema Anreicherung, die sind im Moment nicht hilfreich. Wir würden uns wünschen, dass jetzt auch aus Teheran ganz konkrete Signale kommen, wo man sagt, wir setzen uns jetzt an einen Tisch und wir wollen konstruktiv für dieses Nuklearabkommen arbeiten. Denn, und das ist immer noch unsere Bottomline, aus europäischer Sicht ist der Erhalt dieses Abkommens immer noch der beste Weg, Iran von dem Bau einer Atomwaffe abzuhalten. Und darum geht es ja in letzter Konsequenz. Zusatz. Ich will nur ganz kurz, wenn ich darf, alles hundertprozentig unterstreichen. Ich will einen Gedanken noch einmal besonders unterstreichen. Es ist jetzt entscheidend, diese Chance für eine Diplomatie, die Chance für die Diplomatie zu ergreifen. Und es ist deswegen auch entscheidend, keine einseitigen Schritte zu unternehmen, die dem zuwiderlaufen. Und deswegen, wie es auch gerade Frau Adebar für das Auswärtige Amt getan hat, ruft die Bundesregierung den Iran auf, diese angekündigte Einschränkung der IAEO-Inspektionen nicht umzusetzen, noch einmal zu überdenken. Das hat auch die Bundeskanzlerin in ihrem Telefonat mit Präsident Rouhani zum Ausdruck gebracht. Zusatz. Frau Adebar, der iranische Außenminister Zarif hat ja heute noch mal gefordert, dass die Trump-Sanktionen aufgehoben werden.
Wie steht die Bundesregierung dazu? Wir begrüßen, und das ist ja erstmal der erste Schritt, dass alle, dass die USA bereit sind, sich an den Tisch des JCPOA zu setzen. Und wir wünschen uns, dass auch Iran das macht. Und wenn man dort sitzt, das ist das Wesen der Diplomatie, dann kann man darüber reden, wie eine Sequenzierung, denn darum wird es ja am Ende gehen, aussehen kann für konkrete Schritte von Seiten der USA, aber natürlich auch, und das ist wichtig, eine Aufhebung der Nichtbefolgung des JCPOA des Iran. Das sind ja Dinge, die Hand in Hand gehen müssen. Und das wird zu besprechen sein. Natürlich, wenn am Ende das JCPOA vollständig in Kraft sein soll, würde das auch die Aufhebung der Sanktionen der USA bedingen. Das ist, glaube ich, allen klar. Das hat auch der Außenminister gesagt. Diesen Weg, den man da jetzt anfängt, der ist schon diffizil. Man muss miteinander sprechen. Und dieses Thema Sequenzierung wird sicherlich eines der Themen sein. Wichtig ist, dass wir jetzt den ersten Schritt gehen und da erstmal an einen Tisch kommen. Gut, jetzt haben wir noch von Herrn Dr. Lammert einen Nachtrag zum Thema Hanau aus dem Innenministerium. Ja, ich möchte noch gern ein aktuelles Zitat des Bundesinnenministers nachreichen, das mir vorhin nicht vorlag. Der Bundesinnenminister äußert sich wie folgt: Wir gedenken heute den Opfern von Hanau. Alle Menschen in Deutschland müssen sicher leben können. Die Bevölkerung kann sich darauf verlassen. Wir bieten denen die Stirn, die das Gift des Rechtsextremismus, des Rassismus und des Antisemitismus verbreiten und unsere freiheitliche Lebensweise bekämpfen. Gut, danke. Jetzt gibt es auch wenn wir jetzt hin und her springen, noch mal eine Nachfrage von außen, auch von Thomas Nehls ans Auswärtige Amt. Wie beurteilt der Außenminister das Beharren des Iran auf der Rücknahme der Sanktionen im Gegenzug zur unter anderem von Minister Maas geforderten Bereitschaft, das Abkommen einzuhalten? Also, ich glaube, das lag schon. Das war die Frage von Herrn Schufignier. Ja, genau. Das sehe ich auch gerade. Gut, dann kommen wir zu anderen Themen. Ich fange mal mit den Fragen von außen an. Zunächst mal Varianten internationaler Blick, gibt dann auch Fragen zu Impfen natürlich und so weiter. Vielleicht können wir das so ein bisschen in Blöcke bringen. Michael Bauchmüller von der Süddeutschen Zeitung fragt mit Blick zum einen auf Virusvarianten in anderen Ländern. Gibt es, Frage ans Innenministerium, sind weitere Länder zu Virusvariantengebieten erklärt worden? Wenn ja, welche, wegen welcher Varianten? Und fragt ebenfalls, stimmt es, dass an der deutsch-französischen Grenze zunächst auf Grenzkontrollen verzichtet wird? Bis zu welchen Infektionszahlen soll das gelten? Frage an Innenministerium und Herrn Seibert. Ich kann mich gerne dazu äußern. Einmal ganz allgemein die Wiedereinführung von Binnengrenzkontrollen, das haben wir an dieser Stelle schon bereits mehrfach betont. Die Wiedereinführung von Binnengrenzkontrollen im Herzen Europas ist immer Ultima Ratio und kann nur eine absolute Ausnahme sein. Die Frage der Notwendigkeit ergab sich in Bezug auf die unmittelbaren Nachbarn Tschechien und Österreich, weil diese Länder bzw. Regionen als Virusmutationsgebiete eingestuft wurden und anderweitige kurzfristige Möglichkeiten nicht bestanden, um den Viruseintrag zu unterbinden. Die Faktoren, die zu einer Einstufung als Virusmutationsgebiet führen, sind vielfältig und beziehen sich zwar insbesondere, aber nicht allein auf das Infektionsgeschehen selbst. Auch die Maßnahmen innerhalb der betroffenen Staaten sowie die denkbaren grenzüberschreitenden Gegenmaßnahmen werden mit in die Bewertung einbezogen. Dementsprechend beschäftigt sich eine Arbeitsgruppe aus Bundesgesundheitsministerium, Auswärtigem Amt und BMI mit der Frage, welche Länder in diese Kategorie eingestuft werden müssen. Bislang besteht eine solche Einstufung als Virusmutationsgebiet innerhalb der EU nur für Tschechien, die Slowakei, Österreich und Portugal. Die Frage der vorübergehenden Wiedereinführung von Grenzkontrollen wird immer innerhalb der Bundesregierung mit den betroffenen Bundesländern und natürlich auch mit den betreffenden Nachbarstaaten eng koordiniert und abgestimmt. Darüber hinaus habe ich von keinen konkreten Entscheidungen an dieser Stelle hier zu berichten. Dazu gibt es drei Nachfragen. Herr Jessen, Herr Rinke, Kollegin rechts, bitte. Eine Frage zu Varianten, aber Inland, nicht Ausland. Schieben oder jetzt stellen? Na, ich würde sagen, jetzt konkret zu den Fragen okay. Grenzkontrollen Ausland. Wenn es dazu konkret Fragen gibt, Herr Rinke, bitte. Ja. Auch Fragen ans Innenministerium, bitte. Die mehrere Verbände, Logistiker zum Beispiel, fordern heute eine Änderung bei den Maßnahmen, weil sie eben doch die Lieferketten schädigen würden oder gefährden würden. Deswegen hätte ich ganz gerne gewusst, ob Sie
die Grenzkontrollen in der Art und Weise, wie sie durchgeführt sind, nachbessern wollen? Das ist die eine Frage. Und die zweite Frage nochmal zu Frankreich. Woran machen Sie dann abhängig, dass Grenzkontrollen an der Grenze zu Frankreich eingeführt werden? Hängt das nur von dem Infektionsgeschehen in Frankreich ab oder auch von der Zustimmung der Bundesländer, die an Frankreich grenzen? Ja. Vielleicht zuerst zur zweiten Frage. Ich habe das gerade schon angesprochen. Was man allgemein sagen kann, ist, dass die Faktoren, die zu einer Einstufung als Virusmutationsgebiet führen, vielfältig sind und sich nicht allein, zwar insbesondere, aber nicht allein auf das Infektionsgeschehen beziehen. Auch Maßnahmen innerhalb der betroffenen Staaten und auch grenzüberschreitende Gegenmaßnahmen, die getroffen werden können, müssen hier in Betracht gezogen werden. Es ist also eine Zusammenstellung verschiedener Faktoren. Die erste Frage bezog sich... Die Verbände, die Nachbesserung fordern. Ja, also ich ist vielleicht noch mal zu betonen, diese Grenzkontrollen an den Binnengrenzen sind eingeführt worden zu einem einzigen Zweck. Das hat der Bundesinnenminister gestern auch bei seinem Besuch an der deutsch-tschechischen Grenze sehr deutlich gemacht. Es geht darum, den Viruseintrag einer gefährlichen Mutation nach Deutschland möglichst zu verhindern. Deswegen sind diese Grenzkontrollen erforderlich, auch wenn das nicht immer in allen Bereichen nicht immer in allen Bereichen völlig reibungslos funktionieren kann, das ist ja völlig klar. Aber der Bundesinnenminister hat gestern auch festgestellt, die Grenzkontrollen, die Abfertigung läuft reibungslos, perfekt mittlerweile, hat ein großes Lob an die Bundespolizei und auch die Länderpolizeien ausgesprochen. Die Abfertigungen laufen sehr gut, das ist der aktuelle Stand. Bitte. Christine Becker, ARD Hauptstadtstudio. Sie haben es gerade schon angesprochen, verschiedene Faktoren spielen rein in die Frage der Grenzschließung. Nochmal die Frage ans BMI, aber vielleicht auch ans BMG. Nichtsdestotrotz ist mir nicht ganz klar, wer hat denn sozusagen das finale Wort? Also wenn Bundesländer sich da einfach komplett verweigern, dass sie diese Grenzschließungen nicht wollen, können Sie dann als Krisenstab, BMG, BMI, sagen, nein, sie müssen aber sein, weil sich die Dinge verschärft haben? Oder also wer hat sozusagen am Ende die Entscheidung? Beantwortet. Also die Entscheidung über Grenzkontrollen liegt beim Bundesinnenminister, aber wie ich bereits erwähnt habe, solche Entscheidungen werden immer ausgiebig abgestimmt innerhalb der Bundesregierung mit den betroffenen Bundesländern und natürlich auch mit den betreffenden Nachbarstaaten. Zusatz? Also das heißt aber am Ende, Sie werden nicht gegen die Bundesländer agieren. Das heißt, dass solche Entscheidungen immer koordiniert und abgestimmt werden mit den Beteiligten, die ich genannt habe. Dann kommen, weiten wir das Thema. Herr Jessen, dann Frau Jennen, Herr Blank. Ja, die Frage geht an Herrn Seibert. In der vorangegangenen Pressekonferenz hat Professor Wieler vom RKI bei einem erneuten Wendepunkt des Infektionsgeschehens gewarnt, weil eben durch die Mutationen eine neue Dynamik reinkommt. Teilt die Kanzlerin diese Einschätzung, dass Deutschland vor einem erneuten Wendepunkt steht, dass eine dritte Welle droht? Und was bedeutet das dann für die Perspektive von Lockerungsmaßnahmen? Da ich die Äußerung von Herrn Wieler jetzt nicht vorliegen habe, würde ich sie nicht gerne kommentieren. Aber das Bild, das sich uns zeigt, ich glaube, darüber sind wir uns alle einig. Es ist ein Bild, das nach einer längeren Zeit sehr erfreulichen Rückgangs der Inzidenzen wir nun seit einigen Tagen merken, dass es eine Seitenbewegung gibt, dass dieser Rückgang stagniert. Außerdem haben wir mittlerweile Kenntnis, dass die Mutationen, die eine höhere Ansteckungsgefahr in sich tragen, dass die sich auch in Deutschland ausbreiten. Wir sind eben nicht mehr bei 6,5%, sondern wir sind jetzt bei anderen Zahlen. Das ist etwas, was wir natürlich sehr ernst nehmen müssen und so wie es der Bundesgesundheitsminister, glaube ich, vorhin auch klar gesagt hat, was natürlich für uns bedeutet, dass alle Überlegungen über mögliche Öffnungsschritte oder Rücknahme von Restriktionen, dass die mit viel Vorsicht und Umsicht angestellt werden müssen. Ja, Nachfrage. Also der Begriff Wendepunkt fiel explizit so, und zwar im Hinblick auf die Mutanten. Wenn wir tatsächlich einen solchen erneuten Wendepunkt haben,
Kann denn dann die bisherige Diskussion, die Perspektive schrittweiser Lockerungen und Öffnungen überhaupt noch fortgesetzt werden? Natürlich müssen Diskussionen fortgesetzt werden. Mit Blick auf das nächste Treffen von Bund und Ländern am 3. März wird intensiv beraten, intensiv die Situation analysiert. Und das ist natürlich ganz wichtig, dass wir weiter nachdenken. Aber Vorsicht und Umsicht sind in der aktuellen Situation sicherlich auch wichtig. Herr Jennen, Frau Jennen und dann Frau Dunz. Dann Herr Blank, dann Frau Dunz. Ja, Herr Seibert, im Rahmen der G7 wird ja auch diskutiert, wie man jetzt den Entwicklungsländern bei der Impfstofflieferung helfen kann. Und da gibt es verschiedene Vorschläge, unter anderem von Johnson, überschüssige Impfstoffe dorthin zu liefern. Macron schlägt sogar bis zu 5% vor. Wie ist die Position der Bundesregierung dazu? Also, die Bundesregierung hat sich ja von Anfang an in dieser Pandemie dafür eingesetzt, dass wir diese Pandemie weltweit bekämpfen. Wenn wir in Deutschland mit ihr fertig geworden sein sollten eines Tages oder wenn wir das in Europa geschafft haben, dann nützt uns das noch nicht sehr viel, wenn in anderen Teilen der Welt die Pandemie noch wütet, weil dann werden auch wieder Einträge von dort zu uns kommen. Deswegen war das von vornherein der Ansatz der Bundesregierung. Wir haben erhebliche Mittel für diese weltweite Bekämpfung der Corona-Pandemie in Aussicht, also bereits zur Verfügung gestellt. Wir haben weitere Mittel in Aussicht gestellt. Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat Ihnen bereits zugestimmt. Wir werden das als Teil eines Finanzierungspakets der internationalen Partner einbringen und sind dazu auch eben mit den G7-Partnern im Gespräch. Trotzdem noch mal eine Nachfrage. Aber hier geht es ja auch konkret um die Frage, ob man bereit ist, eigene Impfstoffe letztendlich an die Entwicklungsländer zu geben. Also von überschüssigen Impfstoffen, das war ja in Ihrer ersten Frage, können wir im Moment in Deutschland nicht reden. Aber es gibt auch im Grundsatz die Verständigung, auch mit dem französischen Präsidenten, dass die europäischen Länder aus ihren Beständen etwas an ärmere Länder in anderen Kontinenten, die bisher noch nicht versorgt sind, zum Teil noch gar nicht versorgt sind, abgeben. Wann das geschieht, in welchen Schritten, das ist sicherlich noch zu bereden. Herr Blank, dann Frau Dunz. Ja, dann gehen wir vielleicht zum Wirtschafts- und Finanzministerium. Herr Altmaier und der, da müssen wir noch wechseln, glaube ich. Vielleicht kann ich dann noch die Frage schon stellen. Herr Altmaier hat ja einen Härtefallfonds vorgeschlagen für Firmen, die bei den Corona-Hilfen durchs Rost fallen. Bayern hat schon gesagt, man werde nicht mitmachen. Dann ist die Frage vielleicht ans Wirtschaftsministerium. Zunächst mal, ist es Grundvoraussetzung, dass die Länder bei diesem Fonds mitmachen, damit er überhaupt zustande kommt? Ja, Sie haben es vielleicht schon gesehen, wir haben dazu uns auch geäußert. Also diese Pläne für einen Härtefallfonds, über die jetzt gesprochen wird, das ist auch im Hinblick mit Blick auf die Länder keine Pflicht, sondern es ist ein Angebot für die Erfassung einzelner Fälle, die eben leider durchs Raster fallen. Und das ist der Stand und wir stimmen uns derzeit jetzt dazu ab. Was sagt das Finanzministerium zu dem Vorschlag? Und das mag mir durchgegangen sein, gibt es schon Überlegungen über das Volumen eines solchen Fonds? Wie die Sprecherin des BMW eben betont hat, laufen dazu die Gespräche. Wir haben ja umfassende Hilfen vorgesehen und sind auch ständig dabei, die Hilfen anzupassen, zu erweitern. Der Minister hat sich ja auch in den letzten Tagen, auch heute im Interview mit Focus Online, dazu geäußert, dass wir da einen Ansatz fahren, dass die Hilfe auch ankommt und dass alle, die Hilfe brauchen, auch unterstützt werden. Vielleicht nochmal ans Wirtschaftsministerium. Zum Volumen schwebt Ihnen noch nichts vor? Also uns schwebt da schon was vor, aber dem möchte ich nicht vorgreifen, weil wie gesagt, laufen die Gespräche dazu ja jetzt noch. Frau Dunz ist dran. Ich würde nur vorschlagen, dass wir jetzt versuchen, die Gäste, die jetzt auf dem Podium sind, zunächst mal zu befragen, damit wir nicht dauernd wechseln. Also wenn Sie jetzt... Geht an Herrn Seibert offenbar. Gut, bitte.
möchte gerne noch mal kurz auf die Frage von Herrn Jessen zurückkommen zur Öffnungsstrategie. Herr Seibert, am 10. Februar war die für den 10. Februar angekündigte Öffnungsstrategie auf den 3. März verschoben worden. Wird die Kanzlerin darauf pochen, dass diese Strategie am 3. März vorgetragen wird? Oder hält sie es eher für möglich, sie noch einmal zu verschieben, um nicht falsche Signale zu setzen, dass gelockert werden könnte? Ähnlich, ich füge das mit ein, die Frage von Herrn Jolker von der Deutschen Welle. Hat die Kanzlerin konkrete Vorstellungen über die Reihenfolge der Aufhebung von Maßnahmen? Gut, ich habe hier am Montag ziemlich ausführlich vorgetragen, aus dem, was die Bundeskanzlerin am vergangenen Freitag auch in einem Fernsehinterview mit dem ZDF-Heute-Journal gesagt hat, über die 14 Tage der Beobachtung, ob einzelne Öffnungsschritte zu einem Hochschnellen der Infektionen geführt haben und wenn das dann nicht der Fall ist, dass man dann weitere Schritte machen kann. Das muss ich jetzt, glaube ich, nicht nochmal wiederholen. Wir wünschen uns alle Lockerungen und es ist deswegen auch richtig, dass an vielen Stellen intensiv über solche Strategien nachgedacht wird. Wir haben ja auch eine Situation, wo zum Teil innerhalb von Bundesländern extrem hohe Inzidenzen ziemlich niedrigen Inzidenzen gegenüberstehen. Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident hat gestern in einem Fernsehinterview darauf hingewiesen, dass er einen Landkreis wie Plön hat, der irgendwas um die 15 hat, glaube ich. Und er hat das Ausbruchsgebiet Flensburg, in dem zurzeit ganz besondere Maßnahmen notwendig sind. Wir wollen eine sichere und eine gerechte Öffnungsstrategie. Was heißt sicher? Sicher heißt, dass Öffnungen nicht unmittelbar dazu führen dürfen, dass die Inzidenzen wieder hochschnellen und wir möglicherweise einen Jojo-Effekt haben, dass man Öffnungen dann auch wieder zurücknehmen muss, rückgängig machen muss. Das will doch niemand. Heute, 19. Februar, ist es für mich nicht möglich, genau zu kalkulieren, wo wir am 3. März stehen werden. Es ist einfach auch noch nicht abschließend geklärt, wie sich die sich ausbreitenden Virusmutationen weiter auf das Infektionsgeschehen auswirken werden. Deswegen haben Bund und Länder vereinbart, dass eine Arbeitsgruppe nächste Schritte entwickelt, wie eine Perspektive aussehen kann. Dabei muss Vorsicht und Umsicht walten. Darüber haben wir hier über die Gründe ausführlich gesprochen. Und ansonsten muss ich Sie bitten, die weiteren Beratungen, die dann am 3. März zu führen sind und die Entscheidungen am 3. März abzuwarten. Nachtrag bitte. So eine Strategie muss ja, wie Sie auch mehrfach gesagt haben, was ich auch gehört habe, ja nicht unbedingt Daten beinhalten an Tagen. Also es ist vielleicht gar nicht die Erwartung da, dass das eine Strategie ist, wo es dann heißt, am 14. März das und am 28. das. Aber dass es ein Konzept gibt, auf welcher Grundlage geöffnet werden könnte, wenn das erneut verschoben würde, das war die Frage, ob das jetzt schon klar ist, wenn diese Virusmutation sich so entwickelt, dass sie nicht einmal das Signal setzen. Nein, das habe ich ja auch nicht gesagt. Bund und Länder haben vereinbart, eine Arbeitsgruppe soll nächste Schritte entwickeln, wie eine Perspektive für all diejenigen Bereiche aussehen kann, die jetzt in dem letzte Woche gefassten Beschluss noch keine Perspektive hatten. Gut, Frage von außen, von Theo Geers vom Deutschlandfunk, richtet sich wahrscheinlich ans Wirtschaftsministerium Premier. Wo liegen die Engpässe bei der Impfstoffproduktion? Fehlen zum Beispiel Rohstoffe oder Ähnliches? Und er fragt, nachdem die Kanzlerin und der Vizekanzler betont haben, dass der Ausbau der Impfstoffproduktion an Geld nicht scheitern werde, die Frage, wird der neue Impfstoffbeauftragte nur koordinieren oder kann er auch Haushaltsmittel einsetzen? Dann fange ich vielleicht mit dem zweiten Punkt an. Da an dieser Stelle erstmal nur die Zielsetzung. Ich verstehe es so, dass es um die ressortübergreifende Taskforce Impfstoffproduktion gehen soll, über die auch jetzt schon berichtet wird. An der Stelle nur Folgendes zur Zielsetzung. Warum wird diese ressortübergreifende Taskforce eingerichtet? Es geht darum,
die Produktionsprozesse für die Bereitstellung der erforderlichen Impfdosen in 2021 abzusichern. Es soll weiter oder es geht weiter darum, eine sichere und resiliente Versorgung der Bevölkerung in Deutschland mit mRNA-Impfstoffen in 2022 und den Folgejahren zu gewährleisten. Und es geht darum, die industrielle Basis in Deutschland für die Produktion von mRNA-Impfstoffen zu verbreitern und langfristig zu sichern. Die Einrichtung der Taskforce hat keine Auswirkungen auf die bestehenden Zuständigkeiten der Ressorts. Die bleiben, wie sie sind. Und darf ich noch mal nach der ersten Frage zur Impfstoffproduktion fragen? Wo liegen die Engpässe bei der Impfstoffproduktion? Fehlen zum Beispiel Rohstoffe oder Ähnliches? Kann ich auch den Hinweis geben, dass es da in der Pressekonferenz um 9.30 Uhr zu dem ganzen Themenkomplex auch zu Herrn Krupp Auskünfte gab? Dann würde ich sagen, dass die Auskünfte da wahrscheinlich sehr viel konkreter waren und weitergehend da als das, was ich jetzt sagen kann. Ich kann allgemein nur dazu jetzt von meiner Seite her sagen, vielleicht kann das Bundesgesundheitsministerium aber auch noch ergänzen, dass unser Ziel generell ist, Schwachstellen und Engpässe in der Impfstofflieferkette zu erkennen und diesen Engpässen vorzubeugen. Und wir da zum Beispiel zu diesem Zweck zum Beispiel eine Matching-Plattform aufbauen für Impfzubehör. Ich kann da nennen Spritzen, Kanülen, Kochsalzlösung. Das sind die Punkte, die ich dazu sagen kann. Aber vielleicht kann das Bundesgesundheitsministerium noch ergänzen. Ja, eigentlich ehrlich gesagt nicht viel. Auch nochmal der Verweis auf die Äußerungen des Ministers 39 hier in der Bundespressekonferenz. Grundsätzlich ist es so, wir stehen ja auch in einem kontinuierlichen Austausch mit der pharmazeutischen Industrie zu genau diesen Themen. Was wir natürlich immer wieder zurückgespielt bekommen, sind eher so Fragen der Produktionskapazitäten oder auch von Vorprodukten. Beispielsweise bei BioNTech wurde auch immer wieder über die Lipide beispielsweise diskutiert. Und da sehen wir aber auch vielversprechende Ansätze von Kooperationen der Unternehmen untereinander. Also da sei nur beispielsweise die Kooperation zwischen BioNTech und Sanofi erwähnt. Dazu, Frau Dunz. Vielleicht kann ich kurz zu der Finanzierung, weil Herr Gerst ja auch nach der Finanzierung gefragt hat. Der Finanzminister hat ja immer betont, wie wichtig der Impfstoff ist und dass dafür auch die notwendigen Mittel bereitgestellt werden. Er hat nochmal betont, Testen ist gut, aber ein Gamechanger haben wir erst, wenn genügend Impfstoff zur Verfügung steht. Und hier bleibt viel zu tun. Also wie gesagt, an den Finanzen wird es nicht scheitern. Der Minister hat immer wieder betont, dass die notwendigen Mittel dafür bereitgestellt werden. Und das gilt natürlich auch jetzt für die Taskforce, die jetzt eingerichtet wird. Dann dazu noch zwei Nachfragen. Frau Dohm, nicht mehr? Also dann von Ihnen die Nachfrage, bitte. Marcel Heberlein, ARD-Hörfunk. Nochmal ans BMWi, zu dem Sonderbeauftragten. Warum hat das BMWi das bisher denn nicht geschafft, die Aufgaben, die Sie gerade beschrieben haben, alleine zu lösen? Und wie bewerten Sie es denn, dass da ein Vertrauter von Herrn Scholz jetzt der Sonderbeauftragte für Impfstoffe ist im BMWi? Also zur zweiten Frage, da nehme ich hier keine Bewertungen vor. Und zur ersten Frage illustriert aus meiner Sicht schon die Einrichtung einer ressortübergreifenden Taskforce, dass hier Punkte betroffen sind und Zuständigkeiten betroffen sind, die nicht nur in unserem Haus liegen, sondern auch noch in anderen Häusern. Und deshalb richten wir die Taskforce ein und deshalb arbeiten wir da zusammen. Gut. Gibt es dazu noch Fragen zu dem Komplex? Dann wechseln wir. Es gibt Fragen zu anderen Themen noch. Noch zu Corona-Impfen. Dann nehmen wir noch zwei Fragen dazu von Herrn Rinke und Herrn Blank, wenn ich es richtig sehe. Anderes Thema. Herr Blank, letztes Thema, letzte Frage zu dem Thema. Ja, Herr Seibert, SZ und Rechercheverbund melden heute einen sehr hohen Ursprungsforderungspreis von BioNTech Pfizer für die Dose Impfstoff von über 54 Euro. Dass Sie den genauen Preis nicht bestätigen können, würde ich jetzt mal annehmen. Aber können Sie denn die Größenordnung so einordnen in diese Größenordnung? Kann man dazu was sagen? Diese Verhandlungen sind ja, wie wir hier vielfach besprochen haben, von der Europäischen Kommission für die Mitgliedstaaten geführt worden. Und deswegen müsste ich Sie bitten, diese Frage
nach Brüssel zu richten. Dann gibt es dazu die Zusatzfrage von Stefan Kegel von der Neuen Berliner Redaktionsgemeinschaft. Inwieweit hat sich die Bundesregierung, das Bundesgesundheitsministerium an den Preisverhandlungen beteiligt oder einfach eingemischt? Also wie gesagt, wir können jetzt zu Details von Vertragsverhandlungen keine Stellung nehmen. Dass man sich jetzt innerhalb von Vertragsverhandlungen annähert, das ist, denke ich, selbstredend. Und dabei hat auch die Bundesregierung geholfen. Und dass die Vertragsverhandlungen auch immer wieder mit den Mitgliedstaaten rückgekoppelt wurden, auch das ist, glaube ich, klar. Dazu, Herr Lang. Ja, nur eine Verständnisfrage. Ich war in Mathe immer schlecht, aber die Zahl von 8,9 Milliarden Euro steht im Raum und die Zahl von 635 Millionen Impfdosen, das sind 14 Euro pro Dose, richtig? Also ist das der Preis dann am Ende oder wie kommt dann sonst diese Zahl, die ja vom Gesundheitsministerium veröffentlicht wurde, zustande? Wie gesagt, Herr Seibert hat es ja schon gesagt, die Vertragsverhandlungen selbst, die wurden von der Europäischen Kommission geführt. Fragen dazu müssten Sie dann dahin richten und jetzt zu einzelnen Zahlen kann ich hier keine Stellung nehmen. Ja, aber Entschuldigung, die Zahl kommt ja von Ihnen, also vom Gesundheitsministerium. Die habe ich mir ja nicht ausgedacht. Es bleibt aber. Gut, Themenwechsel. Ich fange mal Fragen von außen an ans Gesundheitsministerium. Stichwort Defizit der gesetzlichen Krankenversicherung. Gernot Heller und Volker Findhamer fragen mit Blick darauf. Können Sie den Bericht heute der FAZ über das deutlich gestiegene Defizit der gesetzlichen Krankenkassen bestätigen? Was sind die wesentlichen Gründe dafür und wie soll gegengesteuert werden, wenn die Sozialversicherungsbeiträge nicht über die 40%-Marke steigen sollen? Und die Frage ist, das gemeldete Defizit alleine Corona-bedingt? Ja, ich denke, dass begründet durch die Corona-Pandemie die Krankenkassen unter enormen finanziellen Druck geraten sind, das denke ich, kann man ganz klar bestätigen. Allerdings wurden ja auch etliche Kosten immer wieder durch Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt abgefedert. Und die abschließenden Zahlen, die liegen uns dazu noch nicht vor. Gut, dann Fragen zu anderen Themen. Herr Rinke, Frau Dunz, fangen wir so an. Verteidigungsministerium. Da hätte ich ganz gerne gefragt nach dem deutsch-französischen oder europäischen Kampfjet-Projekt. Ihre Ministerin hat ja gestern zusammen mit der französischen Kollegin noch mal versucht, eine Einigung zustande zu bringen. Das scheint nicht gelungen zu sein. Können Sie uns bitte sagen, was der neueste Stand bei den Verhandlungen ist und wo die Probleme zwischen Deutschland und Frankreich liegen? Ich kann nur allgemein sagen, die Verhandlungen zwischen den Nationen Deutschland, Frankreich und auch Spanien sowie der jeweiligen Industriepartner dauern noch an. Wir planen aber nach wie vor eine 25 Millionen Euro Vorlage in dieser Legislaturperiode dem Haushaltsausschuss vorzulegen. Und bezogen auf Einzelheiten von laufenden Verhandlungen kann ich darüber hinaus im Moment leider keine Stellung nehmen. Aber können Sie nicht zumindest die Themenfelder bitte nennen? Wo gibt es denn noch Differenzen zwischen den Ländern? Ich kann da im Einzelnen nicht drauf eingehen. Ich kann sagen, wo wir generell liegen, aber das sind keine neuen Informationen. Das heißt, die Informationen, wie die Umsetzung der Projekte erfolgen sollen, in welchen Schritten, die liegen Ihnen bereits vor. Gut, dann Frau Dunz, neues Thema. Ich wollte noch mal zu G7 fragen heute Nachmittag. Herr Seibert, der Gipfel im vorigen Jahr ist ja unter US-Präsidentschaft ausgefallen. Der wird jetzt ja wahrscheinlich auch so nicht mehr nachgeholt, weil es direkt in die britische Präsidentschaft übergeht. Ist das eigentlich egal, wenn das ein Jahr lang nicht stattfindet? Gibt es eine Lücke? Ist was versäumt worden? Für wie wichtig hält die Bundeskanzlerin dieses Format, auch wenn es vom größten Partner, den USA, nicht besetzt wurde? Die diesjährige britische Präsidentschaft hat ja schon eingeladen oder angekündigt, dass sie Mitte Juni in Cornwall den Gipfel stattfinden lassen will.
die Bundeskanzlerin, die Bundesregierung insgesamt misst dem G7-Format unverändert hohe Bedeutung bei. Und es ist deswegen sehr gut, dass es heute auf Einladung von Premierminister Johnson zu so einem, zu einer ersten Videokonferenz in diesem Jahr kommen wird. Da wird es um Fragen der multilateralen Zusammenarbeit, vor allem aber natürlich auch um das Thema Pandemiebekämpfung, wirtschaftliche Erholung in und nach der Pandemie gehen. Und es ist wichtig, dass wir mit Partnern, mit denen wir gemeinsame Werte teilen, an diesen Problemen, die uns alle betreffen und die wir alleine nicht lösen können, arbeiten. Das wird heute im Vordergrund stehen. Nachfrage: War es ein Versäumnis, dass es letztes Jahr nicht stattgefunden hat? Oder wird das jetzt durch die Münchner Sicherheitskonferenz, wo das erste Aufeinandertreffen ist, Merkel-Biden, wird da was nachgeholt werden können an persönlichen Begegnungen, auch wenn es digital ist? Also, ich denke, niemand hat sich gefreut, dass es im letzten Jahr nicht möglich war, ein G7-Treffen im physischen Format durchzuführen. Es hat eine Reihe von Videokonferenzen gegeben, aber natürlich ist es gerade auch in diesem Kreis wichtig, dass man sich trifft, dass man ausführlicher beisammensitzt und die kommunikativen Möglichkeiten nutzt, die eben über eine Videokonferenz hinausgehen. In diesem Jahr soll das ja hoffentlich möglich sein. Nun haben wir einen neuen amerikanischen Präsidenten, einen Präsidenten, der ja auch schon eine außenpolitische Grundsatzrede im State Department gehalten hat, der zusammen mit seinem Außenminister immer wieder betont, dass Diplomatie, internationale Zusammenarbeit, vor allem auch enge Abstimmung mit den Partnern und den Verbündeten im Mittelpunkt seiner Außenpolitik stehen werden. Und das ist eine gute Nachricht. Die Kanzlerin, die Bundesregierung freuen sich auf die Zusammenarbeit. Heute gibt es diese wichtige G7-Videokonferenz. Und es stimmt, dass sowohl der US-Präsident als auch die Bundeskanzlerin, übrigens auch der französische Präsident, heute aktiv sein werden in der virtuellen Ausgabe der Münchner Sicherheitskonferenz. Die Bundeskanzlerin wird eine Rede halten und so wird es auch Präsident Biden tun. Gibt es weitere Fragen? Dann bitte. Eine Frage ans BMW, ans BMU zum Thema Naturschutz. Wir hätten dann, kann ich auch schon ankündigen, gibt es noch Fragen ans Finanz- oder Wirtschaftsministerium? Dann könnte da auch gewechselt werden, weil wir noch eine. Wie bitte? Weil ich, genau, ich habe auch noch eine Frage ans BMI hier vorliegen. Gestern hat die EU-Kommission ja Klage eingereicht gegen Deutschland, weil Deutschland wiederholt seinen Verpflichtungen beim Naturschutz nicht nachgekommen ist. Warum ist das denn so? Seit Jahren gibt es diesen Streit mit der EU ja und die EU hat darauf hingewiesen, dass Deutschland da nicht genug tut. Warum passiert das weiterhin nicht? Ja, wir sprechen hier im Bundesumweltministerium größtenteils in der Rolle als Briefträger in diesem Verfahren, denn zuständig sind weit überwiegend die Bundesländer. Für fast alle der 4.600 Gebiete, die es ungefähr gibt, sind die Länder zuständig. Wir sind zuständig für 8 Gebiete in der Nord- und in der Ostsee. Da haben wir unsere Hausaufgaben auch in allen wesentlichen Punkten erledigt. Es gab in den letzten Jahren einige Fortschritte. Die Länder sind inzwischen bei 99,4%, was die rechtliche Sicherung der FFH-Gebiete angeht, und bei 84%, was die Festlegung der Erhaltungsmaßnahmen angeht. Es ist völlig unstrittig, dass wir in beiden Punkten schnell auf 100% kommen müssen. Es gibt aber darüber hinaus auch noch unterschiedliche juristische Auffassungen, was die FFH-Richtlinie von den Mitgliedstaaten erwartet. Und da geht es weniger um die Qualität der Schutzgebiete. Die ist uns auch wichtig. Wie wir mit dem Insektenschutzpaket auch neulich wieder gezeigt haben, wir wollen zum Beispiel, dass in FFH-Gebieten weniger Pestizide eingesetzt werden. Da haben wir gerade mit dem BML zusammen eine Verordnung auf den Weg gebracht. Allerdings geht es in diesem Klageverfahren gar nicht darum, sondern es geht darum, wie viel Bürokratie im Schutzgebietsmanagement der Länder nötig ist. Und da wünscht sich die EU-Kommission einen Detailgrad, der uns tatsächlich Sorgen macht. Die Ressourcen der Naturschutzverwaltung von Bund, Ländern, Kommunen sind begrenzt. Und wenn die jetzt auf Jahre hinaus ihre Energie in die Überarbeitung von Gebietsverordnungen stecken müssen, dann könnte das für den Naturschutz sogar kontraproduktiv sein. Nachfrage dazu. Wie wollen Sie denn jetzt weiter vorgehen im Streit mit der EU?
Der nächste Schritt ist jetzt, also gestern hat die Kommission angekündigt, dass sie Klage erheben will. Jetzt dauert das einige Wochen oder sogar Monate, bis die Klageschrift vorliegt. Auf die warten wir jetzt, dann gucken wir uns die genau an. Dann folgt das Klageverfahren, da werden wir uns natürlich eng mit den Ländern abstimmen. Und so ein Klageverfahren dauert durchschnittlich 19 Monate. Gut, weitere Fragen? Darf ich dazu trotzdem noch eine Frage stellen? Ja. Jetzt fragt man sich ja, Sie haben gesagt, Sie sind Briefträger. Was ist denn da in den letzten Jahren beim Brieftragen falsch gelaufen zu den Ländern, wenn die ihre Hausaufgaben nicht machen? Ja, also was jetzt die grundsätzlichen Ursachen angeht, wurden in Deutschland einfach sehr, sehr viele FFH-Gebiete ausgewiesen, rund 4.600. Andere EU-Länder haben deutlich weniger, größere Gebiete ausgewiesen, die haben es dann leichter. Ansonsten ist die Umsetzung einfach sehr, sehr dezentral. Ich habe gesagt, Länder, Kommunen, Landkreise, die sich damit beschäftigen. Und sobald da schon mehr als ein Landkreis betroffen ist von so einem Gebiet, wird es einfach mühsam. Aber also, wie das genau funktioniert, müssten Sie sich im Grunde von den Zuständigen vor Ort jeweils erläutern lassen, auch warum das so lange dauert. Das hat sich erledigt. Das war eine kleine Klarstellung zum Verfahren. Das hat aber gerade Herr Fichtner schon erledigt. Mhm. Herr Lammert, wollten Sie noch dazu Stellung nehmen? Dann habe ich von außen noch die Frage von Panayotis Gavrilis vom Deutschlandfunk, die er am Mittwoch schon gestellt hat ans Innenministerium. Ich weiß nicht, ob Sie die jetzt beantworten können. Die bezieht sich auf das Thema Flächenverbrauch bis zum Jahr 2030, Ziel Halbierung. Und seine Fragen waren, wie hoch ist der aktuelle Wert, Flächenverbrauch, und wenn es um die Ausweisung von Bauflächen im Außenbereich geht, für welche Bereiche wird die Ausweisung am meisten angewendet, also zum Beispiel für Einfamilienhäuser. Und zweitens steht § 13b des Baulandmobilisierungsgesetzes mit Blick auf die Bebauung von Außenflächen nicht in Widerspruch zur Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung und zum Umweltschutz. Ich werde vielleicht mal zur zweiten Frage beginnen und dann zu den Zahlen kann vielleicht das Umweltministerium noch was beitragen. Das Baulandmobilisierungsgesetz, und um das geht es ja hier, trägt der hohen Bedeutung des Wohnungsbaus Rechnung. Es soll insbesondere die Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau erleichtern. Das heißt also, das Gesetz vereinfacht an ganz vielen Stellen die Prozesse, mit denen Kommunen Bauland aktivieren können und Baugenehmigungen erteilen können. Die Vorschriften zum Umweltschutz werden davon selbstverständlich nicht berührt. Ein wichtiger zielführender Ansatz, und das ist auch dem Bundesinnenminister ganz wichtig, ist, dass Innenstadtbereiche und Dorfkerne gestärkt werden sollen und revitalisiert werden sollen, indem man zum Beispiel leerstehende Flächen und Gebäude wieder nutzbar macht und eine Verdichtung vornimmt. Damit kann auch der Flächenverbrauch an den Rändern begrenzt werden. Ganz konkret zum § 13b, um den es hier geht, ist noch zu sagen, dass sich diese Regelung ausschließlich auf die Schaffung von Wohnraum bezieht und auch zeitlich und vom Umfang her eng begrenzt ist. Sie gilt nur für Außenbereiche, die sich an bereits bebaute Ortsteile anschließen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, dass natürlich jede Einzelfallentscheidung von den Kommunen vor Ort getroffen werden muss, ob es zu so einer Nutzung kommen kann. Und auch hier müssen die Grundsätze der Bauleitplanung, zum Beispiel wieder der Vorrang der Innenentwicklung, und natürlich die Vorschriften zum Umweltschutz müssen auch hier wieder beachtet werden. Das heißt also zusammenfassend, wir haben es mit einem ausgewogenen Gesetzentwurf zu tun. Der ist jetzt aber in der parlamentarischen Beratung und die bleibt abzuwarten. Gut, ich kann gerne ergänzen zum Flächenverbrauch. Damit ist der tägliche Zuwachs an Siedlungs- und Verkehrsfläche in Deutschland gemeint. Der beträgt laut Statistischem Bundesamt aktuell 56 Hektar pro Tag. Das ist der letzte Stand von 2018. Ziel der Bundesregierung ist es, mit der Nachhaltigkeitsstrategie von 2016 den Flächenverbrauch bis 2030 auf deutlich unter 30 Hektar pro Tag zu reduzieren. Wir sind mit den 56 Hektar schon besser als noch in den 90er Jahren. Da waren es noch 120 Hektar, aber wir sind noch nicht gut genug. Dann wurden wir Mittwoch auch gefragt nach unserer Position zum § 13b Baulandmobilisierungsgesetz. Dabei geht es um die Frage, wie bestimmte Flächen im Außenbereich, ob die erleichtert ausgewiesen werden können. Grundsätzlich gefällt uns die Ausnahme dort nicht, denn wir finden, dass es einen ordentlichen Bebauungsplan mit Umweltverträglichkeitsprüfung im Außenbereich braucht.
weil es darum geht, Umweltauswirkungen zu erfassen, zu minimieren und gegebenenfalls auch auszugleichen. Die Bundesumweltministerin hat dieser Ausnahme im Kabinett trotzdem zugestimmt, und zwar im Rahmen eines Kompromisses aus mehreren Gründen. Das eine war, dass die bisherige Ausnahme, die es schon seit 2017 gilt, die wurde ohnehin nur wenig genutzt. Die neue Ausnahme, die jetzt vorgesehen ist, ist zeitlich auf 3 Jahre befristet und, wie der Kollege gerade sagte, auch sehr eng begrenzt. Und es gibt zahlreiche andere wichtige Erfolge in diesem Gesetz, die zu dieser Abwägung geführt haben. Aus sozialpolitischer Sicht ist das zum Beispiel die Genehmigungspflicht für die Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen, das Vorkaufsrecht für Kommunen und auch aus umweltpolitischer und stadtentwicklungspolitischer Sicht das Baugebot für Brachflächen. Das ist, da geht es darum, dass bisher Eigentümer zum Teil aus Spekulationsgründen sich mit dem Bauen zurückgehalten haben. Und dieses Baugebot ist für die Innenentwicklung und für die lebendigen Innenstädte und Ortskerne ein großer Gewinn, wie das Bauministerium auch gerade schon gesagt hat. Gut, danke. Damit sind wir mit Blick auch auf die Zeit am Ende dieser Pressekonferenz. Ich bitte diejenigen, die jetzt auch von außen noch mal fragen, noch mal rückwirkend zu Themen, die am Anfang abgehandelt wurden, gestellt haben, um Verständnis. Das müsste dann bilateral geklärt werden. Wir haben uns vorgenommen, hier auf 1 Stunde zu begrenzen. Sind jetzt etwas drüber. Vielen Dank für Ihren Besuch bei uns. I'm thinking.